Das gibt es in Deutschland nicht. Also es gibt weder das Initiativrecht, noch gibt es das bei einer Petition zum Beispiel, da ist es völlig wurscht, da kannst du 100.000 oder Millionen Unterschriften sammeln, das ist alles völlig egal. Das liegt völlig in der Willkür der Politiker. In der Schweiz nicht. In der Schweiz ist das eben rechtlich bindend und dann kommt es zu einer Volksabstimmung und das haben wir jetzt gerade gehabt. Und das Ergebnis der Volksabstimmung ist eine Anweisung an die Regierung. Also die Bevölkerung ist der Souverän, die Regierung ist das ausführende Organ. Und das war ja mal gemeint mit Demokratie. Also man kann auch eine parlamentarische Demokratie haben, aber gemeint ist immer, ihr seid der Souverän. Und was ich jetzt so mit diesem Blick von der Schweiz erlebe, ist doch sehr, dass es mich sehr schmerzt, zu sehen, in Deutschland gibt es keine Brücke zwischen der Bevölkerung und der Gesetzgebung. Es gibt keinen wirklichen Zugang. Und es gibt einen unglaublichen Ideenstau. Und das ist gefährlich. So viele Menschen, die so viele gute Ideen haben, auch politische, soziale, kulturelle, und nicht an diese Ebene der Macht kommen. Und dann wird es gefährlich, weil dann natürlich bei einem Ideenmangel auf der Machtebene sich die allerdümmsten Ideen da einnisten, die allerpraktischsten, die allerknallhärtesten, und die bestimmen dann. Weil der normale Fluss blockiert ist und der ist offen eigentlich in einer Demokratie.